Was geht ab, liebe Kampfsportfreunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal NoTime MMA. Heute kommt später auch noch die Prognose zu UFC 262, aber jetzt erstmal viel Spaß mit diesem Video. Wenn es euch gefällt, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Khabib Nurmagomedov hatte sich ja eigentlich ganz rausgehalten aus der Situation mit Khamzat Chimaev, obwohl er halt sozusagen im Mittelpunkt stand. Khamzat hat ihn herausgefordert, wollte gegen ihn kämpfen und ja, hat danach sozusagen erstmal ein bisschen Beef mit seinem Cousin Abu Bakr angefangen und viele von euch haben geschrieben, ja, er ist sein Bruder, aber Leute, der einzige Bruder von Khabib ist Muhammad Nurmagomedov und keine anderen Geschwister, deshalb Abu Bakr ist der Cousin von Khabib, ne? Es ist nicht der Bruder. Im Russischen, beziehungsweise ja, in der russischen Übersetzung, haben mir auch viele Kollegen aus Tschetschenien gesagt, sagt man immer Bruder, weil es da das Wort Cousin nicht gibt sozusagen, aber es ist dann halt sozusagen Bruder dritten Grades so mäßig, ne, wisst ihr, was ich meine? Insofern gibt es das Wort Cousin nicht und deshalb denken das viele, aber es ist der Cousin von Khabib Nurmagomedov. Und ja, Khabib hat ebenfalls nun etwas dazu gesagt, hat sich auch dazu geäußert, nachdem Khamzat Chimaev nun alle Beiträge davon gelöscht hat. Abu Bakr hat diese Beiträge alle drinnen gelassen, Khamzat hat diese gelöscht, hatte zuvor auch noch ein Bild gepostet, wo er geschrieben hatte, ja, ich nehme alle Beiträge runter. Ich habe viele dagestanische Brüder und aus Respekt zu diesen werde ich die Beiträge runternehmen. Aber kleiner Mann, Abu Bakr, wir werden uns noch sehen und wir werden uns noch sprechen. Das hat er dazu gesagt, hat ihn noch in der Hinsicht einen mitgegeben, hat ihm gedroht und ja, viele haben sich dazu geäußert. Khabib hatte sich auch mit einem Bild dazu geäußert, indirekt, ne? Aber das ist auch ein deutlicher Schuss an Khamzat Chimaev, denn er sagte nämlich, wie unsere Ältesten gesagt haben, sei kein Mann, der Allah vergisst, wenn er ein Pferd gesattelt hat und sich erst dann wieder an ihn erinnert, wenn er von diesem Pferd runtergestiegen ist. Die wichtigste Erkenntnis im Leben ist, dankbar zu sein. Und das ist ein Schuss an Khamzat Chimaev, weil die dagestanische Familie von Khabib jetzt in der Hinsicht die ganze Zeit behauptet, Khamzat Chimaev hat sich verändert, seitdem er in Tschetschenien ist und ist ein anderer Mensch geworden, ihm ist sozusagen der Fame zu Kopf gestiegen, er macht viel Trash-Talk und so weiter und so fort. Und ja, das soll eine klare Message an Khamzat Chimaev sein, in der Hinsicht, dass er einfach bodenständig sein sollte und lieber bodenständig bleiben sollte. Und ja, Islam Makhachev, der andere Freund von Khabib, auch kein Cousin oder Bruder, hat sich ebenfalls dazu geäußert und hat geschrieben, beziehungsweise hat ein Video von dem Vater von Khabib Nurmagomedov gepostet, wie er damals nach dem Conor McGregor-Kampf über die Situation geredet hat. Und Islam hat geschrieben, ja, wir wurden anders erzogen. Das hat er dazu geschrieben und dann in dem Video von Khabibs Vater wird thematisiert, wie es um Zubaira steht. Denn der Vater von Khabib sagte, dass Zubaira von der UFC gekündigt wurde und dass das Team von Khabib nicht kämpfen wird, weil Zubaira wie ein Bruder ist und seine Nationalität und das Geld egal ist. Und Zubaira ist Tschetschene, Khabib ist Dagestaner und trotzdem sind die ja so eng befreundet. Damit will er so auf Zusammenhalt anspielen. Aber ja, das sind eigentlich die Worte, die noch getätigt wurden. Ich glaube, das war es jetzt und der Rest wird hinter den Kulissen ausgespielt. Aber wollte ich euch nochmal wiedergeben. Eure Meinung dazu würde mich sehr in den Kommentaren interessieren. Ansonsten lasst gerne ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal hier bei NoTime MMA.